Auf geht's! Stoßstoße! Ich treffe im Namen von Heimatverein mit Wiedbörschen, Dosen, Tieten, Schnartgang, die wir gemeinsam mit Lohn, mit Heimatverein Lohn und Markt herzlich begrüßen. So kriegen wir Jubiläum. Mit 10 Jahren haben wir erstmal Lohn dann umgeführt und dann abwechselnd. Und freut uns, dass das auf den Punkt. Das Bier ist echt gut. Beter Tag. Und ist froh, und sonst haben wir hier nichts loben können. In der Regenkar ist alles passend. Und nachher Gorbi, wie Gott hat die südliche Grenze. Man sieht erst vor dem Wall. Das ist die Grenze auch von der Gemeinde. Andere Seite ist für was ein Wagen und Wagen ist eingemeindet. Ein Südhof, ihr hört auch diese Fläche hier, der vier Windkrafträder sind auch hier so beteiligt. Und die wird uns so ein bisschen vertellen hier von der ganzen Windkraft. Jetzt habe ich immer 60, was der im richtigen Wind und gab Strom. Ja, okay. Ja, Heinz. Ich darf noch alle herzlich begrüßen hier im Windpark. Ja, ich bin von Adolf gebeten worden, hier Wettkampftour der Windpark zu senken. Ja, den Windpark hätte hier Wiedmarschen ohne GmbH und UKG. Den Windpark hier in Wiedmarschen und in ohne. Der Betreiber, der hier für zuständig ist, die habt ihr zusammenlenken dort, weil die gerade zusammengebaut worden sind. Weil hier ein relativ kleiner Windpark ist und in ohne Ock. Und wirtschaftlich gesehen kann man die Wetter dann verwalten zusammen. Also wirtschaftlich gesehen gehört die zusammen. Ja. In Betriebnahme war es hier im Dezember 2001, steht also jetzt 11 Jahre, ist in Betrieb. Ja, der Betreiber ist WNE, Windpark Nördliches Emsland, die sind in Aschendorf, ist eine Tochterfirma von dem Landvolk vor Ort dort. Ja, WNE, also Windpark Nördliches Emsland, betreibt insgesamt unter ihre Fittiche 75 Anlagen mit ca. 200 Millionen kWh pro Jahr Strom, die sie produzieren. In Ohne, das dort 7 Anlagen mit einer Nabenhöhe von 100 Meter, sonst dieselben Anlagen wie hier. Bloß hier steht 5 Anlagen mit einer Nabenhöhe von 80 Meter. Nabenhöhe ändert, wo der Maschinenraum ist. Hier ging nicht höher, weil hier ist das Einflugschneise von Nordhorn Ranch. Also die Anlagen haben einen Nennwert von 1500, also 1,5 Megawatt, 1500 kW. Also wenn ihr richtig volle Pulle lobt, könnt ihr ca. 1500 kW produzieren, eine Anlage. Wie hier auch in Ohne ist sind die gleich. Die Rotorblätter haben einen Durchmesser von 77 Meter. Also ein Flügel ist ungefähr 38 Meter. Die Rotorfläche, die Angriffsfläche für den Wind, ist ca. 4650 Quadratmeter. Die Drehzahl geht von 10 bis 18 Umdrehungen pro Minute, je nach Wind. Ja, Einschaltgeschwindigkeit ist wie 3 Meter pro Sekunde, dann schaltet sich erst hin, dann lohnt sich, dass die überhaupt Lohn lohnt, dass die dann auch Strom produziert. Und Ausschaltgeschwindigkeit, also bei Sturm und so weiter, dann habt ihr eine Bremse und schaltet die Flügel quer. Bei 25 Meter hört ihr auch um zu loben, dann wird das zu gefährlich für die Anlagen. Und irgendwo bei 12 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit, ja, habt ihr eine optimale Leistung. Fundamente sind man hier nur oben ein Stückchen, aber unten in der Erde habt ihr circa einen Durchmesser von 15 Meter und irgendwo 1,50 Meter oder 2 Meter tief, weiß ich gar nicht genau. Ja,
300 Kubikmeter Beton ist her, man wird noch von früher. Ja. Was noch interessant ist, ist vielleicht die einzelnen Gewichte. Also die roten Blätter, die alle drei dort, die wiegt ungefähr 6 Tonnen. Das Maschinenhaus, was da oben drauf ist, das wiegt 55 Tonnen. Und den Stahlturm, die wiegt ungefähr 150 Tonnen. Die Gesamtkosten von diesem Park, Wiedmarschen und ohne, waren ca. 24,5 Millionen Euro. Also eine Anlage kostet ca. 2 Millionen Euro. Eine Anlage produziert ca. 3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, sollte die produzieren. In den letzten Jahren ist wohl ein bisschen weniger Wind insgesamt als die ersten Jahre. Also haben sie den nicht immer produziert. Was sonst aber interessant ist, die Einspeisevergütung ist nicht immens hoch, wie man das so wie von Photovoltaikanlagen kennt oder so. Da sind ja der wohl richtige Beträge. Hier sind dann ca. 9 Cent. Ja, das war eher die Fürstenwede, wenn ich mich daran erinnern könnt, wer der Fürst, und hier eine Pensionsfiese. Was hier konnte stark im Sommer für den Federn drehen und den HSH nicht mehr. Neuer ist das dann noch geackert worden, oder der Kanal sacken worden ist und der Entwässerung wieder, hat er noch verpachtet. Und hier wird der Fürst hat ja verkauft, ich glaube, die Stadt Nordhorn hat das gekauft und hat den Lieferring dann umsiedelt. Ne? Und das ist das Fürstenholz, hier geht das los und da gehen wir jetzt die ganze Zeit dann langs. Das Fürstenholz, das ist 189 Hektar groß, weil der Fürst hat das erst mit der Gemeindeteilung, die Markenteilung, der hat der Fürst das kriegen. 1911, da ist eine große Brandwende, 1911, da sind 50 Hektar verbrannt. Und da steht ein Zeitungsbericht, 13-jährige Tannen, das sind 50 Hektar 13-jährige Tannen verbrannt. Also 1900 ist das abgebrannt worden. Und die Markenteilung, die war so zwischen 1780 und 1800. Das war der Fürst, der ganze Stift und Stiftbusch und alles kriegen. Und auf der anderen Seite, die Karke hörte oft. Und dann hat der Fürst Karke und der Fürst auf ihn gedeckt. Die war nur da liegen, gute Akten hin, da ist dann die Grenze. Und da steckt dann noch Bettenturm. Ja, Wiedmarschen ist 1152 praktisch gegründet. Das ist ja die erste Messe feiert worden auf Festkreuzerhöhung. Aber im Vertrag von Barkel und Nordhorn ist am 14. Juli 1791 ist praktisch die Geburtsstunde von der Gemeinde Wiedmarschen. Also noch 600 Jahre gut. Habt ihr sich dann, habt Nordhorn und Barkel sich dann bequemt und ist dann Wiedmarsch selbstständig geworden. Und auch der eigene Grenze feststellt. Die geht dann hier langs. Das Stift muss 150 Gulden bezahlen und die Gemeinde 224. Das war eigentlich nicht allzu voll. Das war sehr günstig. Und entlang der Grenze hat man Niemandsland, so ein Twistgrund, kommt von Twist, konnte Torbede Sieden zu gleichen Rechten Fee bieten. Die Grenze würde immer in Jahr abschreiten und das war da praktisch der Schnatterkrank, genau wie wir jetzt hier. Wie der Schnatterkrank würde da schadhafte Grenzstellen, wenn das irgendwie was versetzt hat, wird dann feststellt und dann entweder eine Tonne oder eine halbe Tonne Bier muss derjenige dann utgeben, der irgendwie was an die Grenze macht. Dann ist am 17. Februar in der 18. Jahrhundert noch mal die der Twistgrund dealt worden und der Wiedmarsch jeweils die Hälfte kriegen. Die habt ihr noch 1800 Morgen, habt die Gemeinde noch kriegen von Barkel.
Die Gemeinde Wiedmarschen ist nicht so groß wie Lohne. Ihr habt nur 3.800 Hektar und Lohne habt 8.037 Hektar. Den Ball habt ihr dann nachher für Obschütt und das ist dann genau der Grenzverlauf. Der geht immer hier liegen, ganz viel, ich hoffe, nur ganz viel lang. Bernd Opferer von Mosehinnack. Mosehinnack, das war in November 1912, ist ein großes Gesprächsthema hier in Wiedmarschen. Mosehinnack hat dann in der Zeitung stehen, der seit Jahren in und um Wiedmarschen Lebensmittel mauste. Dort mauste. Der dann spurlos verschwunden ist. Der Binachton in der Neuenhauser Zeitung schrieb, ein Schrecken der Bauernhöfe. Bei einer Treibjagd in fürstlichen Tannen fand man sein Versteck mit Vorräten. Ihn aber nicht. Er hat es nicht gefunden. In Biemolden soll er anschließend Schirme fliegt haben. Hier ist aber nicht Luftraum. Einige Wiedmarschen sollen ihn auch gut gekannt haben. Der für auch die Backer, wo er hört, hat hier auch gute Backkammer geklaut und Schenken geklaut und der hat hier eigentlich verlegt. Er hat aber immer Binacht gelebt. Der hier ist auch versteckt. Hier in Tausend. 1912. Aber sie ist dann auch morgen von der Bildfläche gesprungen. Ja, wie Gott ja fort hier noch Meersmann. Und Meersmann, die sind erstmal 1501 erwähnt. So ist ein Robert Südhoff, Südhoff dann wie Heinz Rukus, der eine Frau hat von Hartgering und Scherhorn. Und er hat an der Markenkoppel und am Baum an der Markenkoppel ein kleines Hus. Die Fläche hat ja Meers. Und er hat hier einfach gesagt, Meers geht. Und sieht dem Meers. Und nachher Meers, die ganze Fläche ist ja auch Meers, Mörs, Mörsfeld, sehen wir immer. Und für Jura auch Mörskel. Aber die Fläche Meers. Und Meers, das ist auf Hochdüsen dem Wasser abgerundene Fläche. Hallo, stopp. Hallo. Immer hier rufe ich erstmal nach Schwingsaldo, oder? Ich dann noch nicht noch kommen. Ja, aber nun sehe ich, kann man den Kartoffelschnitt kriegen. Ja, die schmeckt aus wenn. Da sind alle für den ersten satt worden. Gucken, was gut. Ja. Und ich sehe mal, hier ist Klaus Heide. Klaus Heide ist erst 1933 gebildet. Und er ist eigentlich der Name Klaus Heide. Der kommt nach dem Sohn von Krupp. Die hätte Klaus. Und dann eine Tochter hat er Heide.
ist das Hermann Heft, das ist in Burg. Das Heft Specht aber nicht verschrieben. Und so hätte der Name Klaus Heide. Die Fläche war 1995 Hektar. Und dann haben 232 Einwohner. Ja, Kruppheft, ja, Masse Koft, auch Masse von Lohne, die Fläche ganz billig Koft. Der Heidegrund. Und da haben die eine riesige Fläche. Durch den Wald vorne an der Ecke lang und dann aufs Feld rüber Richtung Mühle. Und der Grenzstein hier vorne, also an dem Hof, wo die Tierheilpraktikerin ist, der ist weg. Wo man da, ob der noch auf dem Hofgelände liegt oder nicht, kann man nicht genau sagen. Die Nummerierten waren die Hauptsteine. Und dazwischen gab es Unnummerierte, 2-3 Stück. Also die Nummerierten standen eigentlich weiter weg. Aber immerhin, es ist erstaunlich, dass die, also die, man muss ja mal überlegen, von 1763 oder 68 bis heute, ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Und davon sind die ganzen Dinger fast noch alle da, oder wesentliche noch da. Wo die Flurbereinigung war, sind sie weg natürlich, aber die sind noch erhalten. Den ersten Schnattgang, den wir mit Lohne gebaut sind, sehen wir ja wie Bill am Anfang. Ja. Warst du auch mit, nicht? Ja. Und da sind wir auch hier gewesen. Ja. Wir sind praktisch noch nicht ganz rund hier in Wiedmarschen, die Gemeinde. Schwanpol haben wir noch nicht. Ja. Für Wiedmarschen in 2 Jahren sind wir wieder dran. Ja. Dann machen wir die Schwanpoler. Heiliger Heimat, das ist nicht wieder. Es ist die wieder gar nicht so. Vor allen Dingen wollen wir Dank sagen für die gute Organisation, dass wir mitgehen durften, dass das so gut klappt mit den beiden Gemeindeteilen untereinander. 10 Jahre schon. Ich habe ja jetzt das zweite Mal das mitmachen dürfen. Das zweite Mal hier, sage ich mal so. Und ich finde das ganz toll, dass das so nicht nur gut organisiert ist, sondern auch so nett untereinander klappt. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn ihr wieder nach Lohne kommt. Wir müssen natürlich jetzt den Maßstab schon wieder anpassen an so gute Qualität, die ihr hier geliefert habt. Aber wir werden es Mühe geben. Und,